Herzlich willkommen zu unserem Workout Schlank und Sexy. Ich zeige euch heute meine 5 Übungen für eine gute Figur. Dafür braucht ihr am besten so eine kleine Wasserflasche, die ihr euch gleich neben der Matte bereitstellt. Wir fangen an. Setzt euch ganz entspannt ab und legt die Arme nach hinten auf die Unterarme. Die Beine zusammen, könnt ihr auch leicht zusammendrücken. Und dann gehen wir nach rechts und nach links. Schön gleichmäßig. Schauen dabei leicht zur Decke. Und atmen. Das Ganze machen wir 10-mal. Auf jede Seite. Und der Oberkörper bleibt ruhig dabei. Noch 2-mal auf jede Seite. Und dann setzen wir die Beine wieder in der Mitte ab. Kurz durchatmen. Legen uns nach hinten ab. Jetzt brauchen wir unsere Wasserflasche. Zieht die Beine an und legt die Flasche unten auf den Fußrist. Muss man ein bisschen ausbalancieren. Und nehmt die Beine etwa 90 Grad nach oben. Die Arme einfach entspannt hier neben den Körper ablegen und der Kopf bleibt am Boden. Wir machen jetzt was für unseren Bauch. Wichtig dabei ist, die Lendenwirbelsäule hier unten fest gegen den Boden zu drücken. Und dann nehmen wir die Beine nach vorne und wieder nach oben. Versucht mal, die Wasserflasche ruhig zu halten und wieder gleichmäßig zu atmen. Wir machen das Ganze wieder 10-mal. Wer sich gut dabei fühlt, kann mit den Beinen auch ein Stückchen weiter nach vorne gehen. 3-mal machen wir das Ganze noch. Und ein letztes Mal. Und dann ziehen wir die Beine wieder ran. Und stellen unsere Wasserflasche wieder zur Seite. Als nächstes ist der Rumpfbereich dran. Wir drehen uns in die Seitlage. Einen Arm ganz locker ablegen, den Kopf darauf. Brauchen wieder unsere Wasserflasche. Die nehmen wir hier an die Seite. Heben ein Bein an und den oberen Arm. Und jetzt versucht ihr einfach mal, den Körper leicht zu heben, zieht dabei den Arm Richtung Decke und wieder zu senken. Das untere Bein bleibt auf dem Boden, der Kopf geht leicht mit und wir machen das Ganze wieder 10-mal. Schön gleichmäßig weiteratmen dabei und 3 haben wir noch. Jawohl, super. Und der letzte. Und dann wieder absetzen. Natürlich, wir haben ja 2 Seiten. Machen wir das Ganze auch noch auf der anderen Seite. Drehen uns wieder in die Seitlage. Natürlich die Wasserflasche nicht vergessen. Legen einen Arm wieder ab. Und die Flasche hier an die Seite. Der Kopf wieder ganz entspannt auf dem Arm und der Arm geht nach oben, das Bein kommt dazu und wir heben und senken den Körper. Versucht dabei nicht ganz nach unten zu gehen, dass ihr immer ein bisschen Restspannung habt und der Muskel arbeiten muss. Schön gleichmäßig atmen dabei und schön den Arm in Richtung Decke ziehen. Wir machen wieder 10. 7 haben wir schon. 3 kommen noch. Jawohl. Und der letzte. Und das Bein absetzen. Und die Flasche abstellen. Die brauchen wir gleich hier vorne nochmal. Wir gehen jetzt in Bauchlage. Fixieren beide Beine am Boden. Ihr könnt hier die Zehen so ein bisschen zur Unterstützung aufstellen. Nehmen die Wasserflasche,
hier nach vorne zwischen die Arme. Am besten dann bei der Übung den Blick nach unten halten und den Oberkörper leicht anheben. Und wir reichen die Flasche zur einen Seite und zur anderen Seite. Dabei die Schulterblätter nach hinten zusammenziehen. 10-mal machen wir das Ganze. Ihr könnt dabei den Oberkörper immer ganz leicht hoch-tief nehmen. Und die letzten zwei. Und absetzen. Dann kommen wir zu unserer letzten Übung. Ihr drückt euch am besten hier nach oben, nehmt die Arme hier nach vorne in den sogenannten Vierfüßlerstand. Das wird jetzt eine Übung, die ihr auch zur Verbesserung der Koordination machen könnt. Vor allem aber ist es für die Stabilität hier Rumpf-Rückenbereich. Wir fangen an und nehmen ein Bein nach oben und mit dem Gegenarm nehmen wir die Flasche. Und ziehen Knie und Ellbogen zueinander und wieder nach außen. Die Position oben könnt ihr kurz halten und dann wieder zusammenziehen. 10-mal machen wir das Ganze. Achtet darauf, dass ihr den Arm, der euch stützt, ganz leicht gebeugt habt. Und wir machen noch zwei. Und der letzte. Und absetzen. Wenn ihr wollt, könnt ihr kurz Pause machen, durchatmen. Dann kommt die andere Seite. Erst wieder das Bein anheben, ausbalancieren und wir nehmen die Flasche in die andere Hand und ziehen wieder den Ellbogen zum Knie und machen die Bewegung möglichst gleichmäßig. Oben wieder kurz halten, wer möchte. Und wir sind schon bei den letzten vier. Und einmal noch. Und dann stellen wir die Flasche ab und die Beine. Setzen uns auf. Einmal durchatmen. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Workout. Wenn ihr Spaß hattet, abonniert gerne unseren Channel. Da könnt ihr euch viele, viele andere Übungen ansehen und einfach mitmachen.